Auf der Orgel wird der Choral »Jesus bleibet meine Freude« aus der Kantate 147 von Johann Sebastian Bach gespielt. Das Hochaltarbild vom Münchner Hofmaler Balthasar August Albrecht zeigt das Jesuskind im Kreise seiner Familie. Zentral über dem Altar befindet sich das Gnadenbild des gegeißelten Heilands. Die Wissbäuerin Maria Lori bekam 1738 diese Figur und entdeckte bald darauf wundersame Tränen an ihr. Damit entstand der Ursprung einer neuen Wallfahrtsstätte. Einer der beiden Seitenaltäre. Es folgt Toccata und Fuge in D-Moll von Johann Sebastian Bach. Das Deckenfresko im Kirchenschiff zeigt den auferstandenen Christus, der auf einem Regenbogen thront, darunter die 7 Erzengel. Das Deckenfresko im Chorraum über dem Altar wurde von Johann Baptist Zimmermann gefertigt und gilt aufgrund der Intensität seiner Farben als eines der besten barocken Deckenfresken überhaupt. Es zeigt die Leidenswerkzeuge Jesu. Die Orgel stammt aus dem Jahr 1757 und wurde 1958 in der Originalform restauriert. Die Wieskirche, 1746 begonnen, 1754 feierlich eingeweiht, 1803 von Versteigerung und Abriss bedroht, 1983 als Weltkulturerbe des bayerischen Rokokos definiert.